Ja, guten Morgen vom Campingplatz Naturcamping Langenwald in der Nähe von Freudenstadt im Schwarzwald. Ja, willkommen auch zurück auf meinem Kanal. Ich habe ja jetzt den Standort gewechselt, wie ihr schon mitbekommen habt, und bin jetzt unterwegs zur Bushaltestelle hier am Campingplatz. Und es geht hoch auf den Schliffkopf. Und dann werden wir auch eine kleine Wanderung machen. Also wenn euch das interessiert, bleibt dabei. Von der Bushaltestelle am Campingplatz könnt ihr direkt hochfahren bis zur Bushaltestelle Schliffkopf. Ja, und hier oben ist die kleine Infotafel vom Schliffkopf. Ja, erstmal hier eine Bank gefunden, mich erstmal präpariert so ein bisschen. Ich gehe jetzt erstmal auf den kleinen Aussichtsturm, den ich euch da gerade gezeigt habe. Und dann geht es hoch zum Schliffkopf und dann will ich den Restweg weitergehen Richtung Bayersbronn und Nationalparkzentrum und versuchen da überall ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Also wenn es dabei bleibt, wenn es euch interessiert, bleibt gerne dabei. Bis später. Ciao. Panoramaaufnahmen hier von dem Aussichtspunkt. Jetzt geht es weiter zum Schliffkopf. Ich muss hier irgendwann mal vorwärts kommen. Es ist jetzt schon wieder 10 nach 12 und ich bin, glaube ich, gerade mal so 200-300 Meter unterwegs gewesen. Also bis später, bis gleich. Ciao. Ja, gut, dass es hier immer diese Hinweisschilder gibt. Da kann man sich dann die Wege aussuchen, die man weitermachen will. Schauen wir mal. Ja, Schliffkopf. Ruhestein, das ist Schliffkopf, Ruhestein, das sind hier so meine Ziele. Und man könnte natürlich auch den gelben Weg nehmen. Vielleicht führt er ein bisschen mehr durch den Schatten, weil der Weg hier oben ist ja ziemlich sonnig. Okay, wir werden es sehen, bis gleich. Ja, hier oben auf 1055 Meter Höhe auf dem Schliffkopf hat man natürlich tolle Panoramaaussichten. Leider ist es etwas diesig, aber mal sehen, was wir da noch über die Bildbearbeitung rausholen können. Auf jeden Fall ist es echt beeindruckend hier oben. Also es geht dann weiter Richtung dem Zentrum Nationalpark Hochschwarzwald. Und auch da wieder versuche ich mit der Kamera einiges für euch einzufangen. Also bleibt dran, bis später. So führt der Schliffkopf-Rundweg hier oben weiter. Es ist schön warm, die Sonne scheint, aber es geht auch ein leichter Wind, so ist das Ganze relativ angenehm. So ist der Weg schön im Wald, bisschen schattig, angenehm. Da kann man schön spazieren gehen. Viel mehr wird das heute auch nicht bei mir als spazieren gehen. Ja, und hier seht ihr das Skisprungzentrum der deutschen Skisprung-Nationalmannschaft. Natürlich Quatsch. So eine kleine Schanze hier, so eine kleine Trainingsschanze wohl auch. Ja, ich habe keine Ahnung, wo hier der Schanzenrekord liegt, aber ich habe da mal runtergeguckt eben, das wäre auch schon so für mich zu. Ja, eben habt ihr auch schon mein Ziel für den heutigen Nachmittag gesehen. Also nicht mehr allzu weit weg. Kaffeekuchen oder irgendwas zu essen ruft auf jeden Fall schon. Ich hoffe, euch hat es bis dahin gefallen. Bleibt weiter dran. Vergesst nicht, Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Und immer was in die Kommentare schreiben. Also bis gleich wieder. Ciao. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das Ziel liegt vor Ihnen. Das würde jetzt
das Navi sagen. Ich hoffe, da ist auch geöffnet und ich hoffe, die haben was Leckeres für mich. Also bis gleich. Ja, und auf was freut sich hier der Wanderer? Auf Wurstsalat und ein leckeres Radler. Ja, das Nationalparkzentrum da unten war nachmittags leider schon geschlossen. Ich bin dann mit dem Bus zurückgefahren zum Campingplatz und habe den Abend ruhig bei einem gemütlichen und leckeren Essen, was ich mir im Restaurant dort geholt habe, verbracht. Ja, guten Morgen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Nach einigen Überlegungen, einigen Hin und Her, habe ich mich entschlossen, heute eine Wanderung zum Burgbach-Felsen und zum Burgbach-Wasserfall zu machen. Hier direkt vom Campingplatz aus sind so um die 9 Kilometer und zurück soll es dann wieder mit dem Bus gehen. Ja, okay, ich hoffe, die Wanderung geht hauptsächlich durch die Wälder hier und ich muss nicht den ganzen Tag oder die ganze Strecke in der prallen Sonne laufen. Es ist schon wieder ganz schön warm. Aber wir sind ja hier, um Urlaub zu machen und da gehört so eine Wanderung natürlich dazu. Würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt und wenn ihr das Video weiter verfolgt und es euch einigermaßen gefällt, natürlich gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir was in die Kommentare, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und ich werde noch weitere Videos bringen über den Wohnmobilurlaub im Juni 2021 und natürlich auch so einiges noch zusätzlich im laufenden Jahr. Also bis später, ciao! Und hier seht ihr die Wanderung auf meiner Komoot-App. Den Link dazu verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Ja, und ihr seht, die Tour beginnt gleich erstmal mit einer Steigung. Hier geht's hoch. Dann schwenken wir mal rum. Und von da unten bin ich schon gekommen. Ja Leute, hier oben ist gleich eine Hütte nach dem ersten Anstieg, gar nicht so schlecht, kann man sich kurz wieder abkühlen und außerdem habe ich jetzt erstmal meine Ausrüstung hier in die Reihe gebracht, die Kamera hier vorne auf die Bereitschaft gestellt, drehe ich mich mal um, seht ihr, da hinten ist auch noch ein bisschen was, ne? Also der Weg geht jetzt weiter und dann schauen wir mal, dass wir uns so langsam erstmal Richtung dem Burgbach-Felsen und dem Wasserfall bewegen. Ja, in die Richtung hier geht es jetzt weiter. Erstmal wieder eine Wanderautobahn. Aber egal. Licht und Schatten, also Sonne und Schatten wechseln sich jetzt erstmal so ein bisschen ab. Was mir sehr recht wäre, wenn der Weg jetzt so ungefähr auf einer Höhenebene zu meinem Ziel Burgbach, Felsen und Burgbach Wasserfall führt. Ja, die krumme Buche soll das sein hier. Oder heißt der Punkt einfach nur so? Schauen wir mal gleich. Also so krumm finde ich die gar nicht. Ja, hier ist wieder eine schöne Hinweistafel. Das ist hier der Standort, krumme Buche, 850 Meter hoch. Und da sieht man hier die ganzen Wanderwege in der Umgebung im Hochschwarzwald. Das ist schon einiges, was man hier erledigen kann. Ich muss hier erstmal wieder schlau machen, wo ich jetzt so hin muss. Also hier sind wir. Also hier runter wollen wir. Wasserfall, Bad Rippoldsau. Ist auch ein Name für einen Ort, egal. Naja, hier geht es jedenfalls hin, wenn ich es denn finde. Wenn ihr es wissen wollt, bleibt einfach dabei. Ja, und hier seht ihr die Beschilderung, der Grenzweg Richtung Zwiebelberg, oder? Zwieselberg, wie jemand ans Essen denken muss. Oder Richtung Kniebis. Wir gehen Richtung Zwieselberg. Also in diese Richtung. Ja, hier haben wir mal so einen schönen Grenzstein. Seht ihr die Wappen da? Die Jahreszahl 1669. Kennzeichen EHZW. Und dann schwenken wir mal vorsichtig rum, dass euch nicht schwindelig wird. Ich hoffe, man kann es lesen. Dieser staatliche Stein kennzeichnet die badisch-württembergische Grenze. Die Initialen EHZW stehen für Eberhard
der dritte Herzog zu Württemberg. Das vierteilige Wappen darunter soll den Hoheitsanspruch nochmals verstärken. Zwischen den Buchstaben und Schild der württembergischen Seite sind noch Reste des Steinmetzes des Steinmetzzeichens erkennbar. Ja. MFGZF auf der badischen Seite steht für Maximilian Franz Graf zu Fürstenberg. Sein Wappen wurde, als das fürstenbergische Gebiet 1806 an Baden kam, säuberlich bis auf den badischen Schrägbalken abgehauen. Nur die Wolkenumrandung verrät noch den alten Schild. Auch an der Schmalseite des Steines wurde wohl, um alle Zweifel zu beseitigen, nochmals das neue badische Wappen eingehauen. Auf der anderen Schmalseite später 1861 KR, Kommunengemeinde Reinerzau. Habe ich das nicht gut abgelesen? Unvorbereitet, wie ich nun mal bin, hatte ich keine Ahnung, um was es bei dem Grenzweg eigentlich ging. Hier seht ihr auch das Wappen und die Buchstaben MFGZF. Ja, das ist der kleine geschichtliche Ausflug hier. Es geht dann weiter den Grenzweg, noch so 800 Meter und dann kommt der nächste Wanderweg. Also, klar, falsche Richtung, hier muss ich schwenken. Vielleicht lerne ich es irgendwann mal. Also kommt weiter mit, würde mich freuen. Bis dann wieder, ciao. Ja, ein Verkehrshinweisschild oder ein Wegeschild, was Hoffnung macht. Ihr seht, es sind nur noch 2,5 Kilometer bis zum Burgmarfelsen, bis zum Wasserfall, noch ein paar Meter mehr halt. Der Weg hier ist wunderschön, den ich ja gerade gehe, die ganze Zeit schon, aber er strengt schon ein bisschen an, muss ich sagen. Und man kommt halt nicht so schnell voran. Das sind ja Steine, Wurzeln und so weiter. Und man muss auf jeden Tritt wirklich achten. Sonst macht's ruhig mal Bautz, ne? Und da liegt er auf der Schnauze, ne? Und das wollen wir natürlich vermeiden. Ja, Leute, hier runter geht's so langsam Richtung Ziel. Ich musste eben leider einen Umweg laufen, weil der eigentliche Wanderweg, der auch so schmal weitergeführt wäre oder weitergeführt hätte wie der Weg jetzt hier, war sowas von zugewachsen, vor allem mit Brennnesseln. Gut, ich denke mal, der geübte Wanderer, gerade in solchen Regionen hier, hat zumindest für die Wanderhose die Beinverlängerung oder das, was man gerne halt abmacht bei so schönem Wetter, damit die Waden Farbe kriegen, ich meine reichlich haben. Ja, wie gesagt, der geübte Wanderer hat das ja normalerweise mit Sicherheit dabei, ne? Das ist der wunderbare Ausblick, den man von hier oben hat. Ja, Leute, hier oben angekommen, eine tolle Aussicht, hat sich wirklich gelohnt. War jetzt ungefähr 11 Kilometer unterwegs. Zum Teil anstrengend, hat aber insgesamt Spaß gemacht. Die Wege bis auf das eine Stück, ja, sind fast familiengerecht, aber ich würde sagen, haben wir so ab 10, 11 Jahre alt, da können auch die Kinder da lang laufen. Weil da ging es dann doch ganz schön steil runter. Aber ansonsten war es meistens herrlich, meistens durch den Wald und ja, meistens schattig. So macht's Wandern eigentlich Spaß, ja. Ich werde jetzt noch runtergehen Richtung Wasserfall. Und dann habe ich mir so gedacht, naja, 1627 unten an der Hauptstraße, die ihr auf dem Bild gleich seht, da müsst ihr im Bus fahren, dann noch einen Umstieg und dann geht's wieder zurück zum Campingplatz. Ja, war bisher ein wunderschöner Tag. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann vergesst das bitte nicht, weil es kommen noch eine Menge Videos über den Urlaub hier beim Wohnmobil Juni 2021 und so ein paar Videos habe ich ja auch schon auf meinem Kanal eingestellt. Ja, wie gesagt, bleibt dabei, das Video ist noch nicht zu Ende, bis später dann, ciao!
Ja, und hier geht's runter zum Wasserfall. Man hört ihn schon. Da ist die Bushaltestelle, hier geht es gleich hoch nach Kniebis zum Besucherzentrum und dann zurück zum Campingplatz. Ja, es ging mit dem Bus zurück. Oben an dem Besucherzentrum gab es noch ein kleines Café, ein Restaurant, ein leckeres Stück Kuchen. Und den Abend habe ich wieder auf dem Campingplatz ruhig und gemütlich verbracht, was Gutes gegessen und die Füße hochgelegt.